Und ich hoffe sehr, dass wir darüber eine wirklich ernsthafte Debatte kriegen, unideologisch. Unideologisch. Das machen Sie, Sie schützen Kinder und Jugendliche, indem Sie den Eltern erlauben zu kiffen. Also das ist eine polemische Zuspitzung. Nee, es ist eine Beschreibung der Wirklichkeit. Dann. Unideologisch. Aber Herr Lauterbach, das ist aber kein Argument, oder? Bitte? Ja, okay, sagen Sie zuerst, aber kurz, also, muss ich einmal so, einhaken. Somit, also wenn, da, wenn ich so das, nicht. Wenn ich wird nicht also mit Beimengungen also so aufgearbeitet wird, dass da immer mehr Sucht entsteht, und wie kann ich auch diejenigen, die da handeln, zur Verantwortung also bringen? Und das kann ich machen, indem ich das eben lizenziere, indem ich die gesamte Handelskette und Produktionskette kontrolliere, indem ich diejenigen, die dagegen verstoßen, vom Markt wegnehme. Das sind doch Möglichkeiten. Und wenn das nicht möglich ist, wenn wir damit dieses Ziel nicht erreichen können, dass also wir tatsächlich den Konsum einschränken und die Gesundheitsgefahren begrenzen können, dann haben wir keine Grundlage, dann werden wir es auch nicht machen. Aber eine Legalisierung als Präventionsprogramm zu verkaufen, finde ich schon stark. Ich verstehe, dass man sagt, wir wollen es entkriminalisieren. Das ist ja auch nicht nur eine deutsche Idee, aber zu sagen, wir schränken den Drogenverbrauch ein, indem wir es legal machen, das finde ich eine Tautologie. Nee, das ist keine Tautologie. Also manches ist ja, sage ich mal, plausibel, aber wenn man dann drüber nachdenkt, nicht richtig. An einer Schule, wo über 18-Jährige sind, dürfte ich mich da vorstellen und sagen, ich bin lizenzierter Cannabis-Händler? Nein. Die erstens in der Nähe von Schulen und der Kindergärten und so weiter und so fort, da überhaupt keine Handel. Über 18? Geschäft. Nein, natürlich über 18. Über 18, über 80, niemand darf da verkaufen. In der Nähe von Schulen, das Gesetz, das lohnt sich zu lesen. Hey Lauterbach, du alter Zerstörer. Ich bin von dem, was wir vorgelegt haben, überzeugt. Ich bin davon überzeugt. Das sind Sie nicht, Herr Lauterbach. Doch, das ist eine Unterstellung. Nein, das sind Sie nicht. Das ist eine Unterstellung. Ich höre Ihnen jetzt seit 30 Minuten zu und ich spüre regelrecht, es mit Händen zu greifen. Doch, ich spüre regelrecht. Ich spüre. Und Sauron, Lord of the Earth. Das wäre hier wirklich falsch. Nein, um Gottes Willen. Ich unterstelle Ihnen gerade das Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass Sie hier etwas verkaufen müssen. Nichts in Ihnen kann daran glauben. Das ist falsch. Unideologisch. So, jede Mutter, jeder Vater hat ab dem Punkt, an dem der Staat das so freigibt, und hier sitzen einige Mütter und Väter in der Runde, hat ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn man seinem eigenen Nachwuchs genau das klar machen will, wie gefährlich das ist, was das auslösen kann, wenn der Staat und auch die Eltern ganz offiziell die Erlaubnis geben, mit diesen Drogen zu experimentieren. Ganz einfach. Läuft aber auch nicht so katastrophal schlecht, was das Thema Drogen angeht in diesem Land. Was Cannabis angeht, läuft es doch, Deutschland ist doch nicht ein Drogenland. Der hat sich gegen das begleitete Trinken geäußert. Das findet er schlecht. Da will er die Altersgrenze hochsetzen. Dann verstehe ich nicht, warum man dann sagt, aber das ist ein Problem. Wir haben jetzt unideologisch.